Die SPD hat jetzt ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl vorgestellt. Die pure Heuchelei. Mehrere Forderungen, die sie nun aufstellt, hat sie selbst im Bundestag abgelehnt. So den Mindestlohn, so die Verlängerung der Altersteilzeitregelung, so die Heraufsetzung des Spitzensteuersatzes. Dann sagt sie, sie möchte diese Forderungen durchsetzen, aber will sie keinesfalls zusammen mit den Linken erreichen. Wie will sie das machen? Eine Mehrheit mit den Grünen wird es im Deutschen Bundestag nicht geben. In einer Ampelkoalition zusammen mit der FDP sind diese Forderungen nicht zu realisieren. Das bedeutet, wenn man jetzt den Wählern verspricht, einen Spitzensteuersatz einzuführen, einen Mindestlohn einzuführen, die Altersteilzeit zu verlängern und gleichzeitig sagt, es geht nicht mit den Linken, dann weiß man, dass man diese Forderungen eigentlich nicht realisieren kann. Wenn man das macht, will man sie auch nicht realisieren, man belügt die Wähler. Deshalb sind die Forderungen der SPD pure Heuchelei.